Und willkommen zurück. Und ja. Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Okay. Also was ich gerade sagen wollte, ich habe die Aufnahmen beendet und sofort wieder gestartet. Das heißt, ich habe gesagt, bis dann und dann sofort wieder willkommen zurück. Eins. 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 Von 22. Wow. Was los? Ui. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Hey, warte mal. Ich würde gerne mal da durchschießen. Kann es, glaube ich, nur höher legen. Versuch ja auch nur Scheiße. Tamara muss ich aber loswerden. Wie auch immer ich das mache. Okay, ich habe hier genug rumgealbert. Weiter. Ich glaube, ich schnapp mir auch mal jemanden, mit dem ich dann das Co-op durchmache. Wird bestimmt auch lustig. Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ich muss aber auch sagen, ich schaue ja gerade ein Let's Play von Portal 2 und dieser hat auch Portal 1 gespielt, habe ich aber nicht gesehen, sollte ich auch mal machen. Und der hat viele Insider erkannt, also Dinge aus Portal 1. Und diese Würfel hier sind eines davon. Da rein. Zu spät. Oh.
Treppe. Zurück an den Absender. Dann los. Okay. Und zack. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Nein. Lass mich ein schrecklicher Mensch sein. Doch egal. Du bist ein schrecklicher Roboter. Damit gleicht sich das doch aus. Dream Team. Ich werde in diesem Spiel hier für etwas gehasst, was ich gar nicht weiß. Ich hab dich nicht umgebracht. Ich hab Portal 1 nie gespielt. Will ich aber. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Das heißt, es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Yay. Leider nicht. Und ich... Ich würde jetzt mal die Untertitel einstellen. Weil geht wirklich oft dazwischen. Ich frage mich nur, wo das steht. Suche irgendwo, wo es gar nicht sein kann. Bin auch nicht so ein Fan von Untertiteln, aber... Naja. Fürs Let's Play wäre das ganz nützlich. Egal. Dann halte ich eben öfters die Fresse. Das hier unten sind übrigens die Archivmints, die man bekommen kann. Glaube ich. Jedenfalls manchmal. Wie gesagt, ich hasse Kameras. So. Jetzt sterbe ich. Sterbe ich? Da. Stehst du da oben? Will aber auch hoch. Da. Und... Der da. Da. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Muss ich jetzt runter?
Warte mal. Bohnen? Oh. Aha. Jetzt bekomme ich Ärger mit der GEMA. Ich habe ja mal von so einem Redman geredet. Komischer Name übrigens. Und das hier ist eins der Verstecke. Gut erkennbar in den ganzen Dosen. Manche davon werden auch als Easter Egg angesehen. Und die zeige ich euch im Let's Play auch. Wenn ich es nicht versammel. Aber da ich jetzt hier reingesprungen bin, muss ich erstmal hier raus. Och, die Dosen. Och, die Dosen. Och, die Dosen. Raus mit den Dosen. Das tut mir jetzt leid, Leute, aber ich brauch die Dosen. Dosensucht. Das Pfand drauf. Das Pfand drauf. Das Pfand drauf. Dosen. Alle. Pfand drauf. Ist Pfand drauf. Da kriege ich Geld. Und ich brauche jeden Cent. Ich nutze nicht umsonst Adfly. Und an die, die nicht mitgekriegt haben, dass keine Videos kamen. Irgendwie auch intelligent, das im dritten Part erst zu erwähnen, aber egal. Würde ich meine Twitter-Seite ans Herz legen. Da bin ich seit einer Zeit wieder aktiv und schreibe da alles rein, was mir so passiert. Zum Beispiel jeden Abend so um Mitternacht, dass ich nicht schlafen kann. Stellt euch mal vor, auf den Dosen wären wirklich Pfand drauf. Da wäre man reich. Cooles Radio. Hey, jetzt muss ich da auch wieder hoch. Ich wollte mir auch mal glänzenden Zombies Garten Warfare oder wie auch immer das heißt holen. Und da habe ich auch schon zwei Easter Eggs, die ich euch dann zeigen würde. Aber dafür bräuchte ich erstmal Geld dafür. Oder jemanden, der mir das sponsert. Aber da abgesehen von zwei Spielen jedes meiner Spiele gesponsert ist, glaube ich nicht, dass mir das einer bezahlen wird. Moment. Ja? Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Mir überlegen, wie ich die Anlage zerstöre? Was machst du, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst?
überlegen, wie ich die Anlage zerstöre. Hi. Guck mich. Komisch, normalerweise geht das doch nicht kaputt. Egal. Ja. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Wisst ihr noch, als ich vom ersten Tod geredet habe? Bitte. Da ist er. Das war noch am ersten Aufnahmetag. Mist. So. Des Rätsels Lösung zu finden, ist ja nicht so schwer. Dies dann auszuführen, ist dann doch etwas schwerer. Und stopp. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Halt mal. Der auf böse. Aber Glados übertreibt. Was ist das denn hier? Müllhalde? Nee, Testkammer 5. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete, gar nicht. Also dann, viel Glück. Egg. Ich merke auch, ich höre meine Stimme erst 5 Sekunden. Nachdem ich's gesagt habe. Irritiert ja auch nicht noch weniger. Ich frag mich nur, warum sich das hier so aufgefahren hat. Das braucht man da eigentlich gar nicht. Egal. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Auf jeden. Wollte doch jeder schon mal nicht wissen.
wüsste trotzdem gerne, warum die jetzt ausgefahren sind. Naja. Ich habe die Kameras gekillt. Das reicht mir. Komischerweise achte ich nie auf die Partlänge. Ich sollte mir mal irgendwie was vornehmen, wie zum Beispiel 5 Kammern pro Part. Ja, aber ich weiß ja, was ich geguckt habe und das war vor einer. Oh, Katapultplattformen. Ups. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh. Ich habe das letzte Mal vor einer halben Stunde auf die Uhr geguckt und das war, als ich den Part beendet hatte. Entweder ist meine Uhr verrückt oder ich übertreibe das mit was. Naja, neuer Part, neues Glück. Bis gleich.